Hallo, grüß euch. Hier ist wieder die Lorelei. Und ja, also mir ist aufgefallen, dass ich im Dezember jetzt irgendwie Instagram und YouTube-mäßig mein Erin Condren überhaupt nie hergezeigt habe. Es gab kein Flip-Through vom Monat November und ich habe tatsächlich auf Instagram auch keine einzige Wochendeko vom Dezember gepostet. Daher wird es jetzt Zeit, das alles nachzuholen. Und jetzt gibt es einen Flip-Through aus November und Dezember. Auf einmal. Und hier gleich zu Beginn sehen wir mal die Monatsdeko vom November. Und ich bin ja eben Ende Oktober auf der PlannerCon in Brüssel gewesen. Und dementsprechend habe ich natürlich einige Dinge mitgebracht, die unbedingt zur Fahrt habe einsetzen müssen. Und zwar waren das einerseits eben diese Blumenstempel, die ich von Prima Marketing mir gekauft habe. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese kleinen Stempel, na, gar nicht. Dieser Stempel ist vom Prima Marketing und diese kleineren Stempel habe ich nämlich schon länger und ich glaube, die sind von ED. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber die haben mir zum Stil da sehr gut dazu gepasst und ich habe mir ja bei Prima Marketing auch Wasserfarben gekauft und dementsprechend musste ich gleich ein bisschen experimentieren und auch wenn es bei Weitem noch nicht perfekt ist oder eben so, wie ich es als perfekt gerne hätte, habe ich aber doch schon eben wieder einiges dazu gelernt und denke auch wasserfarbentechnisch werde ich irgendwann einmal besser werden. Ja, das Washi-Tape, das ich dann hier noch dazu getan habe, ist von Carpe Diem, einer meiner absoluten Lieblingsfirmen, falls das noch irgendwie keiner mitkriegt hat. Dann sind das noch so kleinere Stempel, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wo die her sind. Aber ich glaube auch aus einem Stempelset möglicherweise Love Cynthia. Ich bin mir aber wie gesagt nicht ganz sicher. Und diese Sticker hier, die sind von, ich glaube Bandeau. Genau. Von Bandeau aus einem der beiden Stickerbücher. Und was ich hier eben gemacht habe, ich habe versucht, jeder einzelnen Art von Veranstaltung sozusagen eine Farbe zumindest zuzuordnen, wobei ganz gelungen dürfte mir das eh nicht sein. Also Latein war auf jeden Fall alles so mintfarben. Büro scheint zumindest alles dreieckig gewesen zu sein, wobei auch andere Dinge dreieckig, also vielleicht habe ich es einfach doch nur, kann mich nicht mehr so gut erinnern, vielleicht habe ich doch einfach nur irgendwas verwendet. Wie halt gerade lustig war. Gut, aber man sieht, der November war wieder mal relativ voll und wenn man sich dann später den Dezember anschaut, ich glaube, der ist nicht viel besser gewesen. Hier auf der Seite habe ich diesen Buchtracker eingeklebt, den ich ja eben einmal für mich entworfen habe, den ich jetzt an und für sich auch als ganz gute Idee empfinde, aber man sieht, ich habe es nicht wirklich ausgefüllt mehr. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass ich es im Dezember dann vergessen habe. Und ja, jetzt ist er halt leer. Gut, so schaut es jedenfalls aus. Das war der November. Und dann kommen wir in die erste Wochendeko. Und wie gesagt, hier bin ich gerade aus der Planner, von der PlannerCon wieder zurückgekommen. Und dann war das die erste Woche, die bis hierher noch Urlaub war. Und ab hier habe ich dann wieder gearbeitet. Und verwendet habe ich ja, so ein Mini-Kit, das eben von Harriet habe ich jetzt vergessen, Design. Ja, habe ich das erste Mal tatsächlich sowas wie ein Kit in der Hand gehabt und war eigentlich ganz witzig. Also die vollen Boxen haben sich ganz gut verteilen lassen, weil ich eben, wie gesagt, dadurch, dass ich Urlaub gehabt habe, eh nicht so viel zu tun gehabt habe. Dann habe ich eben wirklich für jedes einzelne Ding, was ich das Gefühl gehabt habe, ich muss es markieren, habe ich auch dann einen Sticker gehabt. Also Happy Mail. Da habe ich meine allererste Postcrossing-Postkarte bekommen. Dann wollte ich da eben jemanden anrufen, also den Flughafen, weil ich habe mein Kindle angebaut. Da habe ich eben ein Handy dann gehabt. Dann habe ich mit dem Schatzelchen Kaffee und Kuchen gemacht. Dann hat das auch super dazu gepasst. Dann der Laptop für Back to Work. Die Brille, ja, Brille ist immer gut für Lesen. Und ich habe da meinen Bookin dann eben bekommen, den ich mir dann als Ersatz für meinen Kindle bestellt gehabt habe. Dann Movie Night, weil ich also mit meinem Schätzchen und Freunden eben im Kino war. Das war also recht cool. Es war wirklich fast für alles was dabei.
Und kombiniert habe ich das Ganze dann allerdings noch mit Stickern von Pretty Easy Planning. Die Karin habe ich nämlich auch auf der PlannerCon getroffen und die hat eben so ein Halloween-Sample eben verteilt und verschenkt. Da hat eben diese Fledermaus und der Geist hat sehr gut gepasst, dann da unten der kandierte Apfel und vor allem diese entzückende schwarze Katze, die ja quasi eins zu eins meine Bumblebee ist. Gut, und dann noch weitere Icons, die habe ich von Journalspiration von Etsy. Gut, das war also dann die erste Woche und Thor, man sieht es, war zum Schreien komisch. Also das ist wirklich ein so cooler Film. Ja, ob man das jetzt noch immer so als Superheldenfilm identifizieren wird, weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall urkomisch. Gut, dann die nächste Woche habe ich also am Anfang eigentlich gar nicht mögen, weil ich immer gedacht habe, ach, es ist schon ein bisschen kitschig vielleicht sogar, weil die Sticker, die sind aus einem Ausmal-Stickerbuch sozusagen und da sind alle möglichen Themen, aber vor allem war eine Seite drinnen, die eben noch sehr an Harry Potter erinnert hat und ja, da habe ich nicht recht gewusst, so was mache ich jetzt mit dir, weil ausmalen, dass ich das nicht ausmale, das weiß ich schon, weil das schaut einfach dann hinterher nicht mehr so schön aus. Ich finde dieses in Schwarz-Weiß, finde ich die immer so toll. Und womit kombiniere ich das jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich mit Wasserfarben hier eben einen Hügel für das Schloss, einen Felsen für den Drachen, den Himmel für die Eule. Die restlichen Dinge verteile ich so, wie ich gerade lustig bin. Und weil ich da natürlich diese Box auch irgendwie dekorieren wollte, habe ich dann eben hier noch so einen roten Wasserfarbenfleck. Damit sind wieder fast alle meine Lieblingsfarben drinnen. Ich tendiere immer dazu, Rot, Blau und Grün. Und meistens eben auch noch Gelb dazu zu verwenden. Also ich bin da sehr bei diesen Grundfarben zu Hause. Muss sagen, also die Wohnung, genau, was ist denn jetzt mit mir los? Die Deko hat sich vor allem entwickelt dadurch, dass ich sie vollgeschrieben habe. Also je mehr ich reingeschrieben habe, desto mehr ist es wahrscheinlich auch zur Geltung gekommen, dass das eben nicht ausgemalt ist, weil jetzt stechen die Dinge wesentlich besser hervor, wie am Anfang, wo das eigentlich fast alles leer war. Da sind sie ein bisschen verloren gewesen. Aber jetzt ist es wirklich eine meiner absoluten Lieblingsdekos. Dann hier folgt dann die nächste Woche auch eine Deko, die mir sehr gut gefällt. Da habe ich Scans aus einem meiner liebsten Märchenbücher verwendet und die Geschichte aus, aber die beiden gehören auf jeden Fall zusammen, aber die Geschichte weiß ich jetzt nicht mehr. Um was es geht, auf jeden Fall dieses Schloss, das schwebt in den Wolken und natürlich ist das ein verwunschener Prinz und keine Ahnung, der kann dort nicht hin und wie auch immer, also eher klassisches Märchen. Dann da unten die Wassergläser sind von der Boroughberry aus ihrer Papery, wo man eben auch Printables runterladen kann. Das kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Wenn man irgendwo Printables runterladen kann, dann bin ich immer extrem begeistert, weil A, man muss nicht warten, B, finde ich dieses durch die Welt schicken nicht so super toll und ich kann es dann eben so oft verwenden, wie ich es brauche. Diese Sticker habe ich mir selber gemacht. Ich liebe prinzipiell Flecken, ich habe Fleckenstempel und sonst noch was alles und auch das hat mir dann eben sehr gut gefallen und da habe ich mir eben einfach welche gemacht, die meinen Bedürfnissen dann schon entsprechen. Gut, das war dann also das. Gibt sonst nichts Großartiges zu sehen, außer dass ich hier Punisher geschaut habe. Da, ich glaube, da ist es sogar eben rausgekommen am 17. November und zwei Folgen habe ich geschafft. Dann habe ich es leider sein lassen müssen. Ich bin doch kein Punisher-Mensch. Also ich finde ihn jetzt so als Charakter nicht uninteressant, aber ich habe einfach ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem Anti-Heldentum. Also er ist zu wenig Held, um bewundernswert zu sein, sagen wir mal so. Gut, nächste Seite. Hier habe ich etwas dann nochmal ausprobiert, was mir irrsinnig taugt, weil was ich hier noch nicht gemacht habe, genau, hier habe ich meine Daily Tasks noch nicht wieder hineingeschrieben gehabt. Bin aber drauf gekommen, dass die Lösung, die ich gefunden habe, dass ich das nämlich in einem Bilderrahmen so als Art Whiteboard verwende und dort abhake,
dass das zwar hübsch ist, aber dass das gar nicht funktioniert für mich. Das heißt, meine Daily Tasks müssen in meinen Planer rein. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, was mache ich jetzt, damit ich die trotzdem nicht jeden Tag schreiben muss? Und habe mir gedacht, na gut, dann machst du halt solche vollen Boxen, wo das eben genau drinnen steht. Und jetzt sehe ich zumindest auch tatsächlich wieder, was tue ich nicht. Manchmal tue ich gar nichts. Und das ist auch legitim. Also das finde ich jetzt nicht so problematisch. Also manchmal denken sich die Leute vielleicht, wenn es mein Planer sehen, naja, jetzt hat es da einen Planer und dekoriert da großartig herum, aber dann geschicht ja an einem Tag trotzdem nichts. Ja, das ist aber auch kein Wunder. Da bin ich um 8 Uhr nach Graz gefahren, war um 14 Uhr dann auf einem Seminar und bin um, wann waren wir wieder zu Hause? Um 8 ungefähr am Abend. Also ja, ich war einfach den ganzen Tag nicht da, gell? Aber da ich nicht genau gewusst habe, wann ich wirklich losfahre, habe ich mir halt trotzdem Sachen vorgenommen. Also so sind ein bisschen die Hintergründe, gell? Das Leben spielt dann halt doch auch manchmal noch mit. Ja, jedenfalls aber es taugt mir. Ich habe das immer wieder eingesetzt von dem Zeitpunkt an. Habe Sticker eingesetzt von Managing Mischief von Etsy. Genauso diese Stempel sind von Love Cynthia. Ich glaube, die ist ja auch auf Etsy, keine Ahnung. Und auch so diese kleineren Stempel, wo ich eben die Bücher für Unterricht und die Uhren für Bürozeiten verwendet habe. Ich wollte unbedingt nämlich einmal dieses Mädchen einsetzen. Und natürlich muss das Mädchen wieder violette Haare haben oder rosarote Haare, darf das stehen. Was nicht, mag ich einfach unglaublich gern. Ja, und dann hat einfach dieses Washi-Tape noch super dazu gepasst, genauso wie meine selber gemachten Weekend-Banner. Bin ich ja schon wieder großartig begeistert gewesen. Sonst so von der Woche ist sie schwierig. Aber ich finde Wochen, wo ich mich hauptsächlich auf Icons konzentriere, generell immer ein bisschen schwierig. Und überall gibt es ein Katzenhaar. Gut, ja, das war dann der November, zumindest im Erin Condren. In Wahrheit geht er natürlich noch ein ganzes Stückchen weiter, aber wir kennen das ja schon. Dann haben wir eben hier die Monatsübersicht vom Dezember. Und hier habe ich dann das erste Mal eingesetzt ein Deko-Kit, sagen wir, nennen wir es Kit. Es gibt von Simple Stories eben solche Stickerbücher oder Stickerblöcke, wo eins zum Beispiel seasonal ist. Und das heißt, ich habe immer eine ganze Seite, wo ich lauter Sticker habe, die eben zum Dezember passen. Und mit diesem Sticker-Set habe ich das dann eben alles dekoriert und habe wirklich für fast alles auch etwas gehabt. Habe dann von Me and My Big Ideas noch diese Sticker hier mit hineingebracht und glaube ich ein paar Sterne aus anderen Simple Stories Sets. Aber im Großen und Ganzen hat das dann schon gereicht. Und ja, für Monatsdeko mag ich sowas immer ganz gern. Okay, dann haben wir hier eigentlich die letzte Woche vom November bis hierher. Und ja, ich glaube, irgendwann einmal da in dem Bereich war wieder mal die Zeit, wo ich meine ganzen Sticker durchgeschaut habe und wieder mal draufgekommen bin, die Flow-Sticker verwendest du eigentlich fast gar nicht. Und Zeit wird es wieder. Also ich verwende sehr viele Ausschnitte aus der Flow, aber eben die Sticker habe ich dann irgendwie vergessen. Und da war letztes Jahr im Book for Paper Lovers eben dieses Mädchen und Hase und Eule und das alles drinnen und kombiniert mit dem Washi und diesen wunderschönen Buchstabenstickern bin ich dann eigentlich schon wieder recht glücklich gewesen. Habe aber gefühlsmäßig, also ich habe da noch andere Sachen kleben gehabt, die habe ich dann rausgeholt. Deswegen ist schaut es aber auch ein bisschen schmutzig aus, weil ein bisschen Klebestoff. Noch Klebestoff, genau, Klebstoff noch ein bisschen übrig geblieben ist. Deswegen ist es alles ein bisschen schmutzig und auch ein bisschen, ich weiß nicht warum eigentlich, ein bisschen zusammengedrängt. Aber das ist halt, weil ich gerade in dem Bereich sehr viele Termine gehabt habe und dann kaum noch Platz gehabt habe, obwohl die Deko jetzt nicht so viel Platz wegnimmt, aber das bisschen reicht dann oft schon. Wie auch immer, mögen habe ich es auf jeden Fall und ich habe es einmal eingesetzt. Dann sind wir in einer Woche, die war super. Eben, ich habe meine ganzen Sticker durchsucht und glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich dann eben auch eine Bestellung gemacht, wo ich mir von Happy Planner größere Discs und so bestellt habe, um ein Stickerbuch zu machen. Ja, das zeige ich jetzt mal ganz kurz her. Also es gibt ja unzählige Videos auf Instagram, wie man sich eben so ein Stickerbuch dann mit diesen Mambi-Stickern selber machen kann. Und das habe ich gemacht, weil wie man sieht, ich habe ja dann doch ein paar.
Und da bin ich dann draufgekommen, ich habe so wahnsinnig viele Schwarz-Weiße. Und dieses schöne Washi-Tape vom IKEA habe ich doch auch letztens. Ich mache eine Schwarz-Weiß-Woche. Ja, nur dass ich dann, während ich schon angefangen habe, die ganzen schwarz-weißen Sachen reinzukleben, bin ich draufgekommen, Mist. An dem Wochenende fahren wir ja nach Blumau und da wollte ich doch eigentlich diese Schwimmblieseln da alle einsetzen. Und dann bin ich da gesessen, nein, ich war ja Mist. Jetzt hast du eine Deko, die eigentlich schon fast durchgehend schwarz-weiß ist und du wolltest aber doch unbedingt diese Schwimmleute eben verwenden. Naja, hat dann dazu geführt, dass ich diese vollen Boxen hatte ich hier auch schon eingeklebt, wo man dann aber eben draufgekommen bin, hoppala, ich kann ja da eh nichts machen. Dann habe ich sie wieder rausgelöst, was natürlich dazu geführt hat, dass hier da das Papier verletzt war. Dann musste ich mir überlegen, so wie kann ich die jetzt einkleben, um möglichst alle Schadstellen zu überkleben. Und ja, im Prinzip bin ich mit der Woche nicht unzufrieden. Also ich finde, sie ist jetzt also ganz so schon nicht schlecht, vor allem eben auch wirklich dieses so hier Arbeitswoche, die ist schwarz-weiß. Also wir wollen jetzt meine Arbeit nicht als triest bezeichnen, aber trotzdem hat es sehr gut gepasst. Monoton, monochrom. Und das Wochenende, das eben wirklich Spaß, Entspannung, Wasser, sonst noch was, ist dann eben hier mit diesen ganzen schwimmenden Leuten. Und eben genauso solche Situationen hat man da ja, dass man in Wirklichkeit im warmen Wasser wackt. Ja, also sie hat was die Woche. Sie ist jetzt sicher nicht die schönste und vor allem eben durch diese Runterpolerei von dem Dings da ist natürlich viel kleben geblieben. Aber trotzdem, auch eine Woche. Hier habe ich, ja, da, was habe ich da eingesetzt? Also da wollte ich einmal ursprünglich, ich habe so ein ganz ein breites, grün kariertes Washi-Tape von der Danny Boys und wollte da ursprünglich eben wirklich volle Boxen machen. Habe ich auch gemacht, war mir dann aber, vor allem, weil man auf dem natürlich nicht mit einem normalen Stift schreiben kann, sondern nur mit so einem Folienstift und meiner ist relativ dick. Ach, jetzt hat das, war das richtig klobig und so. Das hat mich dann doch auch nicht so angesprochen. Dementsprechend bin ich dann hergegangen und habe dann einfach hier abgeschnitten und jetzt nur mehr solche Checkboxen drinnen. Habe aber dafür mit Begeisterung und exzessiv diese schönen Sticker verwendet. Ich liebe das. Das sind einfach weiße Avery Labels und runde und schmale und breite und habe die mit einem blauen und einem roten Stift eben so gestaltet, wie wenn sie so ein Notizblock wären. Und das ist ein Design, das gefällt mir irre. Ich meine, ich habe auch nicht umsonst dieses Washi-Tape von Louis Bahn. Ich glaube, es ist der MT-Tape. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall bei Louis Vuitton habe ich es gekauft. Und so gesehen liebe ich diese Woche und dann wieder von der Flo ganz viele Katzen, weil Katzen kann man nie genug haben. Und jede Katze denkt sich was. Hier war ich leicht kränklich, da war ich immer noch leicht kränklich. Also ja, da waren wir dann Star Wars. Dazu sage ich nichts. Und ja, aber Hauptsache Katzen. Ja, so schaut's aus. Genau, da habe ich dann unten da so ein paar so Dinge, Me-Time, also eben Sachen hingeschrieben, die ich für mich gemacht habe. Das habe ich entweder am Wochenende vergessen oder ich habe nichts getan für mich. Das glaube ich aber eher weniger. Gut, dann kommen wir in die Woche vor Weihnachten. Ach, überall Katzenhaar, sage ich euch. Und hier habe ich jetzt ein eigentlich volles Kit. Ich denke. Also es ist sicher kein No-White-Space-Kit, aber es war doch so ziemlich alles dabei, was man sich so vorstellt. Und zwar habe ich natürlich jetzt auch vergessen, ah na, Udel Madudel. Das war nämlich ein lustiger Name. Wer meine Goodie-Bag-Unpacking, Unboxing, whatever, gesehen hat, der weiß, dass ich mich mit dem Namen irrsinnig schwer getan habe und ich bin nicht die Einzige. Ich habe auch noch andere Videos gesehen, wo auch alle da gesessen sind. Udle, Madudle. Und dann habe ich ja Konversation zwischen eben diesem Shop und den Machern von der PlanerCon auf Instagram gesehen und auf einmal ist es mir eingeschossen, wie man den Namen ausspricht. Oodle Madoodles. Ja, und ja, was das genau heißt, hat sie mir nicht gesagt, aber sie hat sehr gelacht, weil ich habe das natürlich dann hingeschrieben. Jetzt weiß ich endlich, wie man den Shop ausspricht. Und sie hat meint, es ist eben so eine, das sagt man bei ihnen daheim so.
keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht, was Udel heißt. Aber ist ja auch wurscht. Jedenfalls dieses Weihnachtsset haben wir damals eben auch geschenkt bekommen. Und das habe ich mir eben fix vorgenommen, dass ich das für die Weihnachtswoche verwenden möchte. Und es ist jetzt natürlich nicht gemacht für den Hardbound Erin Condren, sondern für einen normalen. Dementsprechend gibt es um jede Box jetzt hier einen weißen Rand, was ich persönlich aber sehr schön finde. Also ich bin wirklich der Meinung, so kann man mit einem Kit durchaus umgehen. Also es ist jetzt nicht notwendig, dass man da dann Washi herumklebt. Da habe ich ja Washi drunter geklebt, weil ich beschlossen habe, dass ich diese Doppelbox möglichst nah zusammenbringen möchte. Das heißt, der Rand ist da etwas weiter und wäre unten noch größer gewesen. Also da habe ich eins drunter geklebt, aber sonst eben, wie gesagt, nicht. Und die farbigen Boxen habe ich dann mit Distress Ink von Tim Holtz noch dekoriert. Den Zug habe ich ein bisschen ausgeschnitten und ganz ehrlich, der Zug war es in Wahrheit, warum ich das überhaupt verwenden wollte, weil der Zug hat mich hingerissen. Also das finde ich ganz, ganz super. Sonst mit so Dingen wie Checklisten tue ich mir meistens deswegen schwer, weil die Abstände relativ groß sind. Das heißt, ich kann gar nicht so viel unterbringen, wie ich mitunter unterbringen möchte. Wobei auch bei meinen eigenen Dingen ist der Abstand schon auch sehr großzügig. Also das kann man schon auch noch ein bisschen zusammenrücken lassen. Ja, aber im Großen und Ganzen habe ich diese Woche eben auch sehr gerne gehabt. Und dann bleibt mir jetzt, glaube ich, im Dezember noch diese Woche. Und diese Woche, da habe ich mich dann inspirieren lassen, eben von dem Kit davor und haben mir gedacht, so, jetzt probiere ich mal ein bisschen so ein eigenes Kit zu machen. Ja? Und zwar so, wie ich so etwas haben möchte. Also selbst wenn ich jetzt anfangen würde, No White Space zu machen, so wie das ja hier der Fall ist, auch wenn das natürlich ein weißes Label ist, ist es ja trotzdem alles überklebt. Dann würde ich aber trotzdem auch in diesen farbigen Boxen schreiben können wollen und habe dann eben praktisch so Checklisten hier hineingemacht und könnte hier reinschreiben. Also das mag ich sehr gern, auch mit den Headern. Das gefällt mir auch sehr gut. Es ist auch sogar tatsächlich so, dass diese Art von Planung sehr schnell geht. Gell? Weil da hat man zack, 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 zack die Sachen eingeklebt und ist im Prinzip dann schon mit einer schönen Seite fertig. Also bis zu einem gewissen Grad kann ich definitiv verstehen, warum so viele eben mit Kits planen. Immer möchte ich es aber trotzdem nicht machen. Und so einfach, wie man glaubt, ist es dann auch nicht. Gell? Weil gerade mit diesen Zweien, also das war klar, wo das hinkommt, aber mit diesen Zweien habe ich dann eigentlich im Kopf ganz andere Pläne gehabt, als ich es dann tatsächlich gemacht habe. Und dann bin ich echt da fast ein bisschen durcheinander gekommen. Also da braucht man dann auch eine gewisse Übung. Aber nichtsdestotrotz, gefällt mir sehr gut, habe ich mit der Software von Silhouette erstellt. Und da ich die Silhouette habe, kann ich es natürlich dann dort auch ausschneiden lassen. Ja, das war es dann für den Dezember, weil hier ist der 31. Das heißt, dann beginnt das neue Jahr. Und somit haben wir das jetzt durchgeflippt und sehen uns sozusagen, also auf jeden Fall bei Videos dazwischen, aber beim nächsten Flip-Through dann hoffentlich wieder Ende des Monats bzw. Anfang Februar für den Jänner 2018. Ich wünsche euch noch ein gutes neues Jahr, falls ich euch das nicht schon gesagt habe. Und ja, bis bald. Tschüssi, Baba.